Hauptmenü. Gewährt dir einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des Spiels. Wenn du Charakter auswählst, öffnet sich ein Fenster mit den Attributen und der Ausrüstung deines Charakters. Im Archiv gelangst du zu einer Liste mit Aufträgen und Freibriefen. Falls du die zahlreichen Einstellungen des Spiels einschließlich Tastenbelegung, Layout und Konfiguration anpassen möchtest, kannst du über das Systemmenü auf diese Option zugreifen. Tutorial-Texte nochmal zu lesen, wähle im Systemmenü Tutorial-Hilfstexte aus. Okay, gut. Das ist einfach nur, wie ich mich auslogge. Sehr schön. Ruhebereich. Sobald du einen Ruhebereich betrittst, erscheint ein Sichelmond-Icon. Mit dem Routine-Balken, während du dich in diesem Bereich aufhältst, sammelst du einen Erholungsbonus. An der Bonus lädt sich weiter auf, auch wenn du offline bist. Jegliche Routine, die du im Kampf beim Handwerken und beim Sammeln verdienst, während der Erfolgsbonus aktiv ist, wird um 50% erhöht. Du Scheiße. Ein aktueller Erholungsbonus wird im Routine-Balken angezeigt. Der dunkel-orange Balken zeigt, wie viel mehr Routine du verdienen kannst, bevor der Bonus aufgebraucht ist. Wenn der Balken blau ist, ist der Bonus auch noch auf der nächsten Stufe aktiv. Zahlreiche Bereiche der Städte und viele Außenposten und Siedlungen gelten als Ruhebereiche. Um dein Routinepotenzial voll ausschöpfen zu können, solltest du dir zur Gewohnheit machen, dich immer in einem dieser Bereiche auszuloggen. Gut, die Navigation und die Karte brauche ich nicht, das weiß ich. Damit komme ich klar. Das sollte nicht so sonderlich schwer sein. Wir dürfen uns frei bewegen. Weißt du, wir haben so lange gelesen und geredet, dass es dunkel ist. Toll. Ganz toll. Ich bin begeistert. Nicht. So. Also, warte, man kann das Layout ändern, ne? Die anderen brauche ich noch nicht. Aufgabenliste. Die Aufgabenliste kann ich wieder ruhig hier oben hinpacken, weil... So viel schreibt er, glaube ich, nicht. In the menu. Oh Mann. Oh Scheiße, das habe ich jetzt da zu weit reinge... Hoppala. So. Muss ich auch noch lesen können. Also, Alter, ist ja viel los. So, du hast einfach nur eine normale Quest, ne? Ja. Okay, Ätheritenplatz. Das hier lese ich jetzt ja nicht vor. Und sind wir in 3 Jahren nicht voll durch. Ist denn STO? Ist vielleicht eine blöde Frage, aber was? Was ist STO? Dann 76. Das andere habe ich noch gar nicht, noch nie gespielt tatsächlich. Also kenne ich, spielt mein Onkel. Ich selber null Erfahrung. Witcher 3. Ja, anders stimmt, wird gebannt. Star Trek Online. Ah, okay. Okay. Star Trek Online habe ich noch nie gespielt. Tatsächlich. Ich wusste aber noch nicht mal, dass es ein Online-Spiel von gibt. Schande über mein Haupt. Hallo Abenteuerin, du scheinst zu beherzigen, was Mijun dir aufgetragen hat. Ich glaube, ich spreche den Namen immer anders aus. Ich bin Nikia vom Klageregiment. Soll ich dir zeigen, wie du einen Ätheriten benutzt? Dieser Kristall ist ein Ätherit. In ihm fließt ätherische Energie, die wiederum mit dem Ätherfluss Eoseas verbunden ist. Mit Hilfe des Ätheriten kannst du sozusagen in den Ätherfluss eintauchen und augenblicklich in weit entfernte Orte gelangen. Auch die Magie des Teleports und der Rückführung, die auf deinen Erkundungen sicher häufig einsetzen wirst, beruht auf der Energie der Ätheriten.
Es gibt so gut wie überall in Eorzea. Und wenn du außerhalb der schützenden Stadtmauern durch die Wildnis streifst, wirst du ihre Existenz schnell zu schätzen lernen. Du sollst dich auf Reisen allerorts zuerst nach Aetheriten umsehen und diese berühren. Durch eine längere Berührung harmonisiert sich die Energie deines Körpers mit der des Aetheriten. Du kannst dich nur zu Aetheriten teleportieren, die du zuvor besucht hast. Natürlich. Aber du brauchst nicht zu überstürzen. Besuche erstmal die Aetheriten in der Umgebung von Gridania, einen nach dem anderen. Das wird dir dein Abenteuerleben erleichtern. Falls du mehr über Aetheriten oder Aetherreisen erfahren möchtest, bin ich gerne bereit, deine Fragen zu beantworten. Okay. Also ich bin mir tatsächlich bei mir noch nicht mehr sicher, welches mein liebstes MMO ist, wenn ich ehrlich bin. Liegt aber daran, dass ich so viele habe. Was ich sehr, sehr gern spiele, ist tatsächlich WoW. Angefangen habe ich früher mit Fiesta Online. Weiß nicht, ob das dem einen oder anderen was sagt. Wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, in die Richtung. Rapids habe ich damals auch viel gespielt. Kann ich von, also durch meinen Vater eigentlich. Habe ich das damals kennengelernt. Und Elder Scrolls Online spiele ich auch echt gerne. Nur da ist das Level-System so ein bisschen matschig. Langweilig und dröge trifft es sehr. Aber ansonsten ist es eigentlich echt cool. Zumindest die Welten, die man so da so sehen kann. Ja, aber tatsächlich mit WoW habe ich letztes Jahr erst angefangen. Ich habe immer gesagt, nee, WoW ist nicht meins. Nee, mit WoW will ich nichts zu tun haben. Dafür gebe ich mein Geld nicht aus. Mir wurde ein Testmonat geschenkt. Ja, mir wurde ein Testmonat geschenkt. Und danach ging das erstmal eine ganze Weile so weiter. Also ich habe mir dann jeden Monat meinen Monat da bezahlt. Ich war da nicht mehr wegzukriegen. Und als Shadowlands kam, dachte ich, jo, toll. Also mein Freund hat mich, glaube ich, 2 Wochen lang nicht mehr gesehen. Ich war 2 Wochen lang ununterbrochen im Keller. Ich glaube, ich habe bis 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens gezockt. Ein paar Stunden geschlafen. Und bin um 9 Uhr, 10 Uhr wieder runter. War toll. Mir ging es auch so gut in der Zeit. Nicht. Ich war völlig fertig. So, Gegenstände benutzen. Okay. Okay. So, vermutlich kannst du Chancellor von deinem Abenteuer Qualitäten überzeugen, wenn du ein paar Forstfungi erledigst. Okay, also wir sollen Forstfungis erledigen. Und du, die Abenteurerin Mimbas von der Gilde der Waldläufer, sucht jemand, der einen Schreiben zum Markt bringen kann. Ja klar, gerne. Machen wir. Bestimmt Geld. Mein bester Freund sucht das hingegen seit der ersten Stunde. Echt? Also ich weiß noch, gut, als es damals rauskam, ja, habe ich nicht besonders viel von mitgekriegt. Ich war noch sehr, sehr jung. Das war dann auch, glaube ich, eher so der Einfluss von meinem Vater, der dann halt meinte, so, das Spiel scheiße, nee, will ich nicht. Ja, Kind lässt sich beeinflussen, hat dann automatisch auch keinen Bock drauf. Und ich kann mich zumindest noch daran erinnern, als Mists of Pandaria, glaube ich, rauskam. Und da hatte ich tatsächlich überlegt, ob ich mir das hole. Aber erstens, ich hatte keinen PC, keinen eigenen. Und zweitens, meine Eltern wollten, dass ich unterstützen. Die hatten einfach, oder hieß es einfach, nö, wird nicht gemacht. Also, gut, okay, dann nicht. Wenn ihr das für scheiße befindet, dann ja gut. Lass sein. Also, weiter mit meiner PS1 gespielt.
Was anderes hatte ich zu der Zeit nicht. Ja. Ja. Vor der Einführung von Daria gekauft. Ja, wie gesagt, ich habe mich da sehr beeinflussen lassen und ja gut. Ich durfte mit meinem eigenen Taschengeld durfte ich nicht das kaufen, was ich wollte. War ein Wunder, dass ich mir damals die Xbox 360 kaufen durfte. Von meinem eigenen Geld. Das, ja. Aber jetzt halt zu Shadowlands hatte ich das halt wirklich buchtet. Aber leider bisher halt niemand gefunden hat, der das auch gespielt hat, weil die meisten, die ich kenne, spielen halt keine MMOs. Kaya musste ich halt dazu überreden, dass er mit mir per MMO spielt. Er wurde quasi dazu genötigt. Also, mein Mod leidet sehr darunter. Er hat schon Hilferuf bestimmt ausgesendet. Gut, und Fritz ist halt auch überhaupt kein MMO-Fan. Den habe ich einmal zu Herr der Ringe Online damals überreden können. Aber naja. Ich denke, wie liebt man oder lehnt man ab? Ja. Also, hassen könnte ich es echt auch nie wieder. Es ist einfach unglaublich, diese Welt. Und trotz der Jahre so schön. Und selbst WoW Classic spiele ich auch teilweise. Ich liebe es einfach. Die Musik, die Welt, die ganzen Rassen, die Klassen, was man da alles machen kann, das ist unglaublich. Und allein dieses Tiere zähmen, diese Haustiere, man möchte meine Liste nicht sehen. Man möchte sie einfach nicht sehen. Das ist schon nicht mehr normal. Ich habe mich schon als krank abgestempelt. So, willkommen bei der Gilde der Waldläufer. Du möchtest die Kunst des Bogenschießes lernen. Ja, klar. Ah, du siehst so aus, als hättest du die freundlichen Anweisungen vom Menü erhalten. Nun denn, ich werde dir eine kurze Einführung zum Bogenschießen und der Gilde der Waldläufer geben. Die Fähigkeiten, die unsere Bogenmeister trainieren, erlauben es, die Schwachstellen eines Feindes aus der Entfernung zu beurteilen. Mit einem einzigen und gut platzierten Pfeil den Ausgang eines Kampfes zu beeinflussen. Wenn du uns beitrittst, werden wir auch dich darin unterrichten. Gredanias Kunst des Bogenschießens stützt sich auf zwei Säulen. Den Langbogen und den Kurzbogen. Der Langbogen war die Waffe der Wahl der Elesen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Die weitläufigen Ebenen des Tieflandes beherrschen. Stets auf der Hut vor Invasoren konzentrierten sie ihre Techniken die Verteidigung ihres Territoriums. Der Kurzbogen war die bevorzugte Waffe der Mikote. Die Techniken, die sie entwickelten, waren perfekt auf ihre nomadischen Lebensweisen als Jäger angepasst. Als sich beide im selben Territorium im Wald der Einkehr niederlassen wollten, verschmolzen die beiden Traditionen nach einer Zeit der Konflikt zu einem neuen Stil des Bogenschießens, der die Stärken beider Traditionen in sich vereint. Die besten Jäger beider Volksstämme standen nun im direkten Vergleich. So fühlte sich eine Handvoll besonders ambitionierter Jäger herausgefordert, die ideale Technik aus beiden Stilen zu entwickeln. So wurde die Gilde der Waldläufer von den Besten aus den Reihen der Jäger gegründet. Das Ziel der Gilde ist es, die Kunst des Bogenschießes im freundschaftlichen Wettbewerb zu fördern. Der lebende Beweis unserer Methoden sind die Bogenschützen von Nofikas Schar. Nicht wenige von ihnen haben ihre frühen Jahre damit verbracht, ihre Pfeile auf dem Trainingsgelände der Gilde aufzulesen. Ich hoffe, du konntest eine gute Vorstellung davon gewinnen, wer wir sind und was wir hier tun. Ho, sehe ich da etwa einen Funken in deinen Augen? Wenn du die Sehne mit den beiden Bogenschützen in Eorzea spannen möchtest, bist du bei der Gilde der Waldläufer genau richtig. Bevor du dich einschreiben kannst, benötigst du allerdings die Zustimmung einer gewissen Person. Sprich mich erneut an, wenn du bereit bist, vorzufahren. Wir beginnen mit deinem Aufnahmeverfahren. Alter Fighter. Oh Gott, wo habe ich denn aufgehört zu lesen? Es haben sehr oft bekommen, dass viele Leute gerade Fanat sind in der WoW Classic. Ja, also WoW Classic hat auch nochmal was ganz Eigenes. Also, ich bin in MMOs, bin ich tatsächlich eigentlich durchgehend
Jäger, also Waldläufer, Bogenschütze, alles, was damit zu tun hat. Da kam ich tatsächlich in WoW Classic mit der Klasse überhaupt nicht klar. Hab dafür aber halt bei Classic wirklich die Magierklassen halt wirklich zu schätzen gelernt. Und im normalen WoW spiele ich halt wirklich gern meine Bogenschützerin. Mach da alles. Bin damit glücklich. Und Classic bin ich halt wirklich so auf dem Magier-Trip. Und ich finde es einfach beides so genial. Ich bin dem verfallen. Hoffnungslos. Also auf dem Bogen nimmt er ein ordentliches Sturmgewehr. Der ist doch nicht hässlich, wenn du den hier meinst. Der ist doch süß. Der ist doch nicht hässlich. Der ist goldig. Der ist echt goldig. So, wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ich hab gar nicht aufgepasst. Nee, hier muss ich nichts mehr machen. Mit der Pfanne drauf. Nein! Okay. Dann bist du also entschlossen, Weitläufer zu werden? Jupp. Etelina kann dich Gildenmeisterin Lucian vorstellen, sodass du in die Gilde der Weitläufer eintreten kannst. Jupp. Lass den Hasen in Ruhe. Du hast es dir gut überlegt, wie ich sehe. Gut. Denn nur wenn dein Entschluss so fest wie ein Felsen ist, kann ich dich auch an unsere Gildenmeisterin Lucian verweisen. Du brauchst dich nicht zu aufgeregt zu sein. Lucian ist immer sehr freundlich. Viele, die gar nicht unserer Gilde angehören, kommen, um sich bei ihr Rat zu holen. Sie ist im hinteren Raum. Geh nur und sprich mit ihr. Gut. Also Gildenquest und Hauptquest lese ich. Ich glaube, das hier könnte halt auch interessant werden. Ah, ein neues Gesicht. Willst du das Bogenschießen lernen? Dann herzlich willkommen. Ich bin Lucian und leite die Gilde. Wenn jemand sich ernsthaft der Kunst von Pfeil und Bogen widmen will, werden wir ihn nicht abweisen. Lass mich kurz erklären, was wir unseren angehenden Waldläufern mit auf den Weg geben. Elfenwirk. Dem entnehme ich, dass du kein Elfenfreund bist. Die entscheidende Stärke des Bogens, das ist die Sicherheit der Distanz, die er dem Schützen gewährt. Schwerter und Lanzen können noch so lang sein, ihre Reichweite ist immer begrenzt. Wenn du zerschmetternde Hiebe austeilen willst, bist du hier falsch. Bogenschießen erfordert Effizienz in der Bewegung und strategisches Denken. Dann kannst du den Feind kontrollieren, ihn erwischen, wenn er gerade fliehen will, um ihn mit Giftpfeilen zur Strecke zu bringen. Du wirst erstaunt sein, wie vielfältig diese Waffe ist. Himmelsrand gehört den Nord, tot allen Elfen. Oh Mann. Na gut, in ESO mag ich auch keine Elfen, wenn ich ehrlich bin. In Herr der Ringe wiederum, Elben finde ich toll. Also, kommt immer so drauf an. Beobachte einmal einen Meister des Bogens und sieh, wie er seinen Gegner scheinbar ohne jede Anstrengung niederstrecken kann. Aber bedenke, wenn dir die Distanz etwas nützen soll, dann musst du den Überblick bewahren und den Feind richtig einschätzen. Dann beherrschst du das Schlachtfeld. Das ist die Aufgabe des Waldläufers, die Schwachstellen des Feindes zu entlarven. Dann kann ein einziger Fall das Schlachtenglück verwenden. Schlachtenglück wenden, oh Gott. Bogenschießen erfordert einen scharfen Blick und das Vermögen, eine Situation vollkommen zu erfassen. Nur dann vermag man, den Pfeil auf die richtige Bahn zu lenken und das Ziel mit Kraft durchzuschlagen. Das ist es, was ich unseren Schülern beibringe. Willst du ernsthaft an dir arbeiten? Keiner wird von selbst ein guter Schütze. Nur wer durchhält, wird schließlich die Früchte seiner Anstrengungen ernten. Bist du dazu bereit? Yep. Wenn ich auch dran bin, muss helfen, die Herringe sind so. Die bei Elmsklamm schreien und die Mauer runtergeworfen. Oh Mann. Das ist nicht nett. Das ist dir gut überlegt, wie ich sehe. Sehr schön. Bevor ich dich in die Gilde aufnehme, habe ich eine Übungsaufgabe für dich. Sag mir, ob du überhaupt mit einem Bogen umgehen kannst. Versuche vor den Toren der Stadt einige Schädlinge zu erledigen. Je drei Baumhörnchen, Marienkäfer und Forstfungi sollten genügen, um deine Eignung unter Beweis zu stellen.
Melde dich wieder bei mir, sobald du es geschafft hast. Ja, man muss viel lesen. Und das, obwohl wir hier einige Nebenquests tatsächlich schon so auslassen mit dem Lesen. Ich glaube, nach jedem Stream bin ich erstmal stumm bis Mittwoch. Ich wäre dafür, dass es jetzt wieder schönes Wetter ist. Siehst du, wie blutlos die Helfer sind? Sollst du wehrlose niedliche Tierchen töten? Nein! Ich töte keine wehrlosen niedlichen Tierchen. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Du kannst mich nicht bekehren. Mein Willen ist eisern. Manchmal. Okay. Wie war doch gleich deine Aufgabe? Sich Leute fragen. Tutorial machen. Leuten auf den Geist gehen. Briefe überbringen. Alles mögliche. Gegenstände. Achso, ja. Gut, das haben wir ja ganz gut geschafft. Mal mit Rechtsklick jetzt. Nein, wie geil ist der denn? Ich müsste eigentlich auch mal mein Begleitertierchen holen. Ich habe nämlich auch Begleitertierchen, aber da müsste ich erst die Post tun. Was nimmt sich ein Nasenweis von Abenteuern wie du heraus, mich in den Meister der Märkte anzusprechen? Boah, Alter! Marienkäfer. Ja, aber wir wissen ja noch nicht, wie die Marienkäfer aussehen. Vielleicht sind das ja blutzerfetzende, ekelerregende Monster. Weißt du? Ne? Ja, weiß man's? Ich weiß nicht. Meinst du etwa, ich würde jeden dahergelaufenen Möchtegern-Heldin mein hart erarbeitetes Wissen anvertrauen, nur weil sie die Frechheit besitzt, mich danach zu fragen? Ein Händler macht nichts für umsonst. Womit du zumindest eine Lektion von mir gelernt hast. Ich habe schon als Kind Marienchen gesagt. Echt? Ich weiß gar nicht. Irgendwas habe ich auch als Kind anders gesagt, als wie es eigentlich hieß. Ich weiß nur gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, Kühe waren das. Ich habe, glaube ich, nicht Kuh gesagt früher. Ich habe, glaube ich, einfach nur Mu gesagt. Statt Kuh. Ich habe zu Kühen immer Mu gesagt. Weil sie halt ja gemut haben. Deswegen, ich glaube, das war das. Bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Kann auch noch irgendwas anderes sein. Müsste ich meine Mutter fragen, aber. Mu und Muku. Ja, stimmt, die Muku. Mama, können wir uns mal die Mukus ansehen? Die bitte was? Jedes Mal im Zoo. Wir haben bei uns im Zoo ja so einen Bauernhof mit drin. Und da gab es halt so eine riesige Weide mit Kühen, Schafen und sonstiges. Und ich wurde immer zu den Mukus. Und zu Elefanten. Das kam aber von meiner Großmutter. Wir haben Kokofant und Edil gesagt. Also zum, ja, zum Elefanten Kokofant, zum Krokodil Edil. Ich weiß nur gar nicht, woher sie das hatte. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Kokofant und Edil. Und nun kommt schon, dass Mijun dich hierher geschickt hat, verrät mir bereits der duftfrischen Aalpastete. Du hast deine Tasche aufsteigt. Gib sie schon her. Hier hast du deine blöde Aalpastete. Weißt du, wo ich Moku wieder entdeckt habe? Hollow 76. Ja, geschrien. Echt? Echt? Da gibt's das? Sehr cool. Ich muss zu Hollow 76 auch mal spielen. Irgendwann mal. Kam ich auch noch nicht in dem Genuss zu.
Diese luftige Teigkruste. Einfach himmlisch. Also gut, ich stehe jetzt in meinem Wort. Pass gut auf, denn ich werde mich nicht wiederholen. Für einen angehenden Abenteurerin wie dich gibt es alles Notwendige auf dem Palisadenmarkt und in den Ebenholzpassagen. Wenn du vorhast, Monster zu erschlagen, dann zieh gut gerüstet mit qualitativ hochwertiger Rüstung und Waffe in den Kampf. Derartige Ausrüstung suchst du am besten auf dem Palisadenmarkt, der sich nach Süden erstreckt. Kretanische Händler genießen einen guten Ruf und achten sehr darauf, diesen zu erhalten. Du brauchst also keine Angst zu haben, dass man dir fehlerhafte Ware unterjubelt. Wenn du Arznei- und Gemischtwaren suchst, dann wirst du in der Ebenholzpassage fündig, die sich nach Norden erstreckt. Die Regale der Händler dort sind voll mit Waren aus der Handelsmetropole Uldar. Wenn du dort einkaufen gehst, dann bring lieber etwas Zeit mit. Soweit alles verstanden? Gut. Wenn du etwas einkaufen willst, musst du zuerst den richtigen Händler finden. Bei ihm kannst du dich dann auch über die aktuellen Preise erkundigen. Man muss sich dir mal nicht auf die Nase binden. Es wird eh kein Weg daran vorbei, dass du dir die Stände selbst ansiehst und deine eigenen Erfahrungen mit dem Händlern machst. Was ist denn in der Luft? Einer mit seiner Kuhlang und sagt dauernd Muku. Nein, wie geil. Okay, ein Grund mehr, das zu spielen. Palamon könnte Hilfe bei der Beschaffung einiger Gegenstände für den Klageregiment gebrauchen. Okay, das hier brauche ich mir jetzt nicht durchlesen. Das ist der Nebenquest. Und das gute Nebenquest. Wir müssen die vorlesen. Weil sonst kommen wir hier nie aus der Stadt raus. Glaube ich. Und ich glaube, Nebenquests sind doch wirklich nicht interessant. Es sei denn, ihr habt irgendeine Questreihe, die ihr vielleicht interessant findet. Könnt ihr mir das gerne ohne Spoiler mitteilen. Aber so werde ich einfach nur durchklicken. Hallo. Danke. Okay. Ich hoffe mal, dass die Infos aus den letzten Spielen aus der Schweiz dann fassen. Ja, kann ich machen. also, wir haben jetzt hier. Ne? Und so. ja, warte. Monster töten. Das ist vor allem wichtig gerade. Wir müssen eigentlich aus der Stadt raus. Ich weiß noch nicht. Warte. Komm mit der Karte noch nicht klar. Wir können sie größer machen, aber es bringt mich nicht besonders weiter. Wir haben es gleich. Okay, Hauptquest geht auf jeden Fall hier lang. Und für die Hauptquest sollen wir einfach zu Mijun zurück. Wir haben aber bisher alles gelernt, ne? Wir haben nur nicht gelernt, wie wir kämpfen. Also wir haben gelernt, dass wir Händler sind. Wo ist der Postbote? Postjuckel-Dingens? Ich glaube. Nee. Ich weiß nicht. Ich will meinen Moki haben. Ich habe einen Moki, den ich noch nicht einsetzen kann. Gut. Okay, die falsche Richtung, ja. Gut, also, wir merken uns, hier sind die Händler. Und wir haben zu viel Texte. Und wir müssen diese Ätheriten finden. Womit wir uns teleportieren können. Den da zum Beispiel. Das Ätherit. Achso. Man darf sich dabei nicht bewegen. So, hier vorne haben wir auch noch eine Weste.
Also eigentlich haben wir, seit wir angefangen haben, nur gelesen. Gelesen, gelesen. Ah, und lass mich raten, noch mehr gelesen. Hallöchen. Boislund sucht dringend eine Kammerjäger, die einigen Baumhörnchen das Nagen austreibt. Also quasi der Rattenfänger quasi. So, so, ne? Der Hörnchenfänger. Da lang? Ich glaub nirgends. Also so ganz komme ich in dieser Stadt noch nicht klar, wenn ich ehrlich sein soll. Es ist doch etwas sehr verworren. Um gewellige Monster zu schießen, rechte Monster zu ziehen. Nee. Wir haben hier kein Sturmgewehr. Glaube ich. Möchte jetzt nichts Falsches sagen. Weiß nicht, ob Final Fantasy vielleicht doch ein Sturmgewehr eingeführt hat. In manchen Spielen gibt's das ja. Hier? Man weiß es nicht. Töchchen. Ach, das ist so eine Löwen. Löwendingens Katzenviech. Gute Beschreibung dessen, was es ist. Da steht auch jemand. Wo müssen wir hin? Bin verwirrt. Aber ich glaube, hier ist irgendwo dieser Postmuri. Ein schlechtes Spiel hinzulegen und dann nach einer Mod gucken. Nein! Das Spiel wird gut sein. Bisher wird man einfach nur mit irgendwelchen Textblasen erschlagen. Das ist der Maurice Postbote. Sehr gut. Annehmen. Krieg ich auch einmal weg. Das krieg ich auch einmal weg. Genau dich, da will ich haben. Das da will ich alles noch nicht. Dich, da will ich auch haben. Na, dich, da brauche ich auch nicht. So. Können wir einmal benutzen. Begleiter. Du hast eine Pfeife erhalten, mit der du deinen eigenen Begleiter herbeirufen kannst. Das Kommando Begleiter rufen zu erlernen, musst du zunächst die Pfeife benutzen. In meinem Einsatz in der Region umlegen, um zu gehen zu werden. Du musst da aber auch eine Jobübersicht haben. Ich glaube, sowas wie eine Jobübersicht gibt es tatsächlich. Klasse und Jobs da. Wir haben eine Jobübersicht. Es gibt tatsächlich jemanden mit Schusswaffen. Maschinist. War jetzt allerdings nur geraten, dass es da ist. Ich hatte die Hoffnung, dass das Charaktermenü auf C ist. Aber ich glaube, das dauert noch, bis wir das machen können. Ich meine, das ging erst ab einer bestimmten Stufe. Okay. Das hatte ich. Und jetzt Spielinhalt. Nee, Begleiterverzeichnis. Ja! Huch. Ich hab meinen Mokri. Tada! Huch. Das habe ich auch, ein Tier. Das Stofftier habe ich sogar in echt.
So, Tärchen, was willst du? Also, da Dümison wartet ungeduldig auf seine Wachablösung. Boah, ne? Oh, dumm gelaufen. Das sind bestimmt ein Zwerg oder Kobold. Kobold war im WoW, oder? Geht dort mit Messer rumlaufen. Ja. Ja, ich meine, das waren diese Gnome? Gnome, Kobolde? Irgend sowas in der Art war das, meine ich, ja. Weil in FF die Technik versiert. Oh Gott. Schwer zu sagen. Ich glaube, da in Final Fantasy gibt es da gar nicht so was Bestimmtes. Ich weiß, dass ein gewisser Cid auf jeden Fall sehr technikbegabt ist. Aber das waren halt eigentlich eher so Menschen und dann, ja, ich glaube auch Zwerge. Aber Zwerge gibt es halt nicht in jedem Teil. Halt wirklich von Teil zu Teil unterschiedlich. Wer da sich mit Technik auskennt. Ist halt meistens wirklich eher so mittelalterlich gehalten, wirklich. Und ansonsten, ja, sind es eigentlich Menschen, meine ich. Ich glaube, es ist wirklich nicht sowas dessen spezifisches Rassen, Völker, whatever. So. Gut, ich werde aber einmal ganz kurz hochgehen. Einmal meine Essensbestellung für heute Abend aufgeben. Und nochmal ganz kurz pinkeln. Und was zu trinken holen. Ich glaube, man kann ja auch Sachen herstellen, ja. Aber ich bin halt eher ein Fan von Bögen. Muss ich tatsächlich zugeben. Ich liebe Bögen. Gut, den hier jetzt nicht unbedingt. Armbrüste, ja. Ah. Geht. Ich gucke einfach mal. Wir sind ja hier wirklich noch relativ am Anfang. Die meisten Sachen hier, die es zum Beispiel gibt, die können wir halt noch alles gar nicht machen. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit dem Handwerken läuft. Da müssen wir dann auch mal nachschauen. Aber wie gesagt, ich bin einmal ganz kurz...